So, liebe Freunde, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Portal Knights. Nachdem wir in der letzten Folge den Bosswurm gelegt haben und noch die Palminsel, nenne ich es jetzt einfach mal, ein bisschen erkundet haben, ein bisschen Rohstoffe gesammelt haben, haben wir uns jetzt hier zu Hause bei mir eingefunden. Und mit dabei ist hier unten schon wieder fleißig am Werkeln der Lompi. Ich begrüße dich. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich habe mich bereit erklärt, hier ein bisschen zu Hausgärtnern und werde jetzt hier einfach mal ein bisschen den kleinen, aber süßen Garten ein bisschen erweitern. Ich muss sowieso erstmal noch gucken, okay, wie weit ich den erweitere. Brauchst du vielleicht einen Erdbohrer? Bohrer wäre natürlich eine Eisigkeit, ne? Ich guck mal ganz kurz, was wir dafür brauchten. Und wo ich den vor allem finde, ich habe schon wieder vergessen. Bergbaubohrer brauchen wir noch zweimal Kupfer. Erz. Also Kupferbarren vielmehr. Ich habe Kupfer dabei. Oh. Ein Arsch voll Kupfer habe ich. Das ist sowieso dein Kupfer. Ein Arsch. Mein Kupfer? Du klaust mir mein Kupfer. Du kommst in meine Stadt und klaust mir mein Kupfer. Yay, dankeschön. So, ich muss mich jetzt erstmal wieder hier zurechtfinden. Mein Inventar ist ja sowieso. Okay, Kohle und naja. Kupfer habe ich. Wo habe ich jetzt hier abgebaut? Dann Knacki Ataki. So, Kupferbahn. Burn, Baby, burn. Burn um dein Leben. So, 20 Stück. Wunderbar, Ski. So, diese Kiste ist noch leer. Diese Kiste, in der befinden sich Mana-Tränke und alles andere. Alles, was Verbrauchsgüter sind, muss ich jetzt nochmal gucken. Wir haben hier noch die Chilischoten, die Gelee-Bären, Palmenfrucht, Karotten, Tränke. Was ist das hier? Das ist Palmharz. Schriftrolle der Heilung. Okay, und noch mehr Tränke. Das klang jetzt fast so, als wärst du runtergefallen. Nee, ich kann mich gerade so noch halten. Hupsi. Pass mal auf, ich hab da gerade eine Idee. Idee mal. Weil ich ja unten mehr oder weniger, mal schauen, ob ich noch eine Truhe herstellen kann. Dann mache ich mir das nämlich einfacher. So, wo habe ich meine Blöcke? Also mal gucken. Also Blöcke müssten rein theoretisch genau hier drin sein, dadurch, dass ich auf der rechten Truhe meine Möbel habe. Damit wir vielleicht nicht ganz so weiten Weg haben. Das hier bleibt ja auch frei. Boomshakalaka. Das wird hier noch aufgefüllt hier. Es ist wieder mächtig dunkel. Ich muss hier unbedingt noch ein paar Fackeln anbringen. Warte mal. Ich mach dir mal ein bisschen Licht. So, einmal da. Mal da. Hier rundherum geht ja eigentlich. Hier lang. Hier. Aber muss ich den Baum nicht bekannt. Dann hacke mal den Baum weg. So. Dum. Ich hatte mir nämlich überlegt, vielleicht sollte man ist nicht schön, aber selten für die Setzlinge, Lombi, also alles was so Obst, Gemüse und Scheißendreck ist, hier die zwei Kisten neben der Tür, dann hole ich dann mal von oben die Saat runter und packe die mal da rein. Hast du eigentlich irgendwo eine temporäre Kiste oder einfach erstmal jeden Shit rein? Ist dein Upload gerade fertig? Also es würde mich wundern, wenn, aber 25% nö. Vielleicht hat sich einfach nur die Leitung gerade ein bisschen stabilisiert. Ja, nee, das war gerade komisch. Jetzt ist es wieder wie vorher. Okay, ja. So, wie gesagt,
Ich hau dir alle Setzlinge, alles was Baum und Kartoffel und Scheiß ist, packe ich dir hier in die Kiste. Und ich habe keine Kiste für alles, damit ich mir das gar nicht wieder angewöhne, sondern sortiere es dann immer gleich ein. Ich bohr mich hier durch, ich bin der Bohrmeister. Nicht der Grillmeister. Bohrmeister. Oh, jetzt bin ich schon voll auf Erde. 120.000 Blöcke Erde dabei, oder was? 1 Million. Ihr seht, Lumpy bahnt sich seinen Weg hier. Mit dem Erdbohrer. Ich heb mal hier die Erde auf. Moin moin! Oh, hier geht's aber ganz schön. Runter, mein Freund. Ich will das halt eben haben, ne? Also wünsche ich dir viel Spaß beim Ausbessern. Also einen Pool kann ich mir hier nicht einbauen. Nee, der verliert wahrscheinlich zu viel Wasser. So, dann gucken wir mal im Schmelzofen. Oh, die Ziegelsteine. Das ist ja nice. Wofür brauche ich rote Ziegelsteine? Also wie viel Erde hier einfach nur liegt, ja? Für das Dach, oder? So, alles klar. 92 Steine. Ich schau mal ganz kurz in die Werkbank rein. Ich bräuchte vielleicht noch veredelte Holzblöcke. Tja, baue ich mir eine Festung oder baue ich mir ein Haus? Das ist die Frage. Tja, ich glaube, ich baue eine Festung. Lieber? Eigentlich Häuser, ich mag es modern. Aber da wir ja rein theoretisch, ja, mein Charakter ist ja Schakal von Riva. Klassisch, warum kann ich dir auch zeigen? An wen erinnere ich dich? Du siehst aus wie meine Mutti. Na, ich meine eigentlich mehr an The Witcher, aber sehr gut. Ja, ich weiß schon. Boah, wann habe ich denn gerade so viel Käse in der... Weg damit. Mensch, Dude, dann nimm doch einfach... Dann nimm doch einfach mal hier oben links in meinem Haus die Kiste, pack da deinen Krempel rein, den du nicht haben möchtest, den du nicht brauchst. Ich habe ja irgendwie ausgesehen, noch was für die abgebaut, was ich die abbauen wollte. Das ist nämlich dein sogenanntes Weizen. Mein Weizen hast du abgebaut? Ja. So, warte, ich komm mal hoch. Oh, das ist die Kiste hier. Nee, das ist die Samenkiste. Ja, kannst du. Ja, das ist die Sesamkiste. Links hast du gesagt. Ach, okay, dann nicht. Die ist leer. Das ist gut. Dann hau ich hier mal auf der Ecke. Dann pack ich hier mal die Kiste. Okay, also ich habe mich gerade dazu entschieden, ist... Oh, Hilfe. Das war dann doch eine Festung. Ich bin gerade unten ins Wasser gefallen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, bei Minecraft ist es ja eigentlich recht einfach, Wasser irgendwo zu platzieren, ne, mit dem Eimer und so. Ja. Wie das hier funktioniert. Ich hatte es im Offscreen mal probiert mit so einer Wasserbombe, bin mir aber nicht sicher, ob sowas gebracht hat. Weil die Fläche, die ich halt bewässern wollte, recht groß war. Wie machst du das jetzt hier? Du machst die Dinger 1, 2, 3, 4 mal 4 breit. Ja. Alles klar, ich ihn. Okay, mal gucken, irgendwo musst du dann ja hier deine coole Hacke haben. Du meinst meine Gartenhacke? Jo. Die habe ich noch im Inventar, warte. So. Pack sie da draußen in die Kiste rein. Mach das mal. Den Kiste packen. So, bitteschön. Dankeschön. Der Frosch macht aber auch ganz schön Alarm. Ja. Rabbit. Okay. Das ist jetzt hier eins frei. Oder ist das eins frei? Das ist eins frei, also hier. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1 frei. Ich habe natürlich nicht gezählt, wie weit ich komme. Naja, Vorteil ist ja, groß falsch machen kannst du nicht, kannst du ja immer wieder abändern. Ich muss noch eins weiter buddeln, das ist blöd. Oder zwei wieder. Also. Ach, oh lol. Was auch geil wäre, wären so Banner, die du so an der Wand hängen kannst, die dann so runterhängen. Bin mal gespannt, ob es sowas dann gibt.
So, hätte ich erstmal die Fassadenseite soweit fertig. So, hier haben wir einen Steinblock rein. Sonst sieht das nicht aus. Ich brauche ein Fenster. Ob ich auch noch ein Fenster hinnehmen kann. Ein, zwei, drei. So, dann schaue ich mal in meine Kiste rein. Oh, mir ist ja gerade eine grandiose Idee gekommen. Mal schauen, ob ich das jetzt so mache oder ob ich es lasse. Müsste ja rein theoretisch reinpassen. Wunderbar! Und dann Zauberlehrlingstisch. Ball frei. Oh. Ist ja auch noch ein Widerfenster drin. So, die haben die Größe. Steine wieder mitnehmen. Mal gucken, war es zu groß? War zu groß. Jetzt macht mal das Brett so. Gut. Ich nehme an, dass wirst du viele Tränke brauen oder weniger viele Tränke brauen? Ich nehme mal an, dass es doch ein paar mehr Tränke werden. Dann verbinde ich nämlich hier zwei von diesen Dingern und packe da Pilze rein. Wow, fängt das gerade draußen an zu stürmen. Also Entschuldigung, dass ich das jetzt erwähne, aber hier, ja. Krass. Jetzt zieht gerade hart Wind auf. Und es schüttet aus Eimern. Yay! Yeah. Hatte ich schon erwähnt, dass ich mich nachher noch auf den Nachhauseweg machen muss? Pilze? Nein. Ja, ich meine Pilzsetzlinge. Habe ich leider nicht mehr. Na gut. Warte mal. Schauen, wenn ich das hier wegnehme. Hallo, hallo. Karottenbäffling. Hab ich immer noch ein. Rubinbaum, weil. Ah, die brauchst du für die, Ja, man, dass du die fertige Pflanze hast. Weichsprossen, das ist doch das, was du für die Mana-Tränke brauchst, glaube ich. Weizen? Oder sind das die Aloe-Sprossen? Genau. Nee, ist ja eine gute Frage. Abalule, genau. Wunderbarer Regen! Wir müssen schauen, also sind auf jeden Fall 1, 2 breit. Und jetzt hier. Kriege ich noch eine Reihe und noch eine Reihe hin. Okay. Wo ist meine Hacke hin? Cool. Ich esse gerne alles in eine Richtung. Wieso dreht es sich nicht? Jetzt hat es sich gedreht. Yay! Alles sich doch. Gitter. Bin ich blöd. Ich bin so blöd manchmal. Das ist der Hammer. Ich habe gerade festgestellt, ich versuche gerade krampfhaft die Gitter in die richtige Richtung zu drehen. Die sehen von allen Seiten gleich aus. Egal wie rum ich die da reinbaue. Also, ja. Da fehlt wieder. Ich komme noch runter in den Keller, ich muss meine Steinblöcke mitnehmen. Ja. Hä? Nicht dahin? Dahin.
können wir nämlich gucken, was sich unter uns befindet. Wunderhübsch. Ziehe ich jetzt hier noch. Okay. In die Wand rein. Was platziere ich hier gerade? Alu-Folie draußen. Okay, die brauchst du für irgendwas, ne? Das sind doch die Dinger. Ob die überhaupt wachsen, ist die Frage. Du brauchst alles für irgendwas. Ja, das ist doch die Frage, ob wächst das hier überhaupt, ne? So, okay, Lompi, 32 Minuten haben wir erreicht. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal Schalus für diese Folge und ich schaue mir dann in der nächsten Folge an, was du da unten favorisiert hast. Jo, warte mal. Wenn du schon soweit bist. Ich warte mal, okay. Dann werden wir im Verlauf der nächsten Folge sehen, was der Lompi da unten gemacht hat. Ich werde mich hier oben erstmal noch weiter um das Häusele kümmern. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich bin euer Eschakal und der Lompi. Haut rein!